Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Sally von Sallys Welt hat auch dieses Jahr einen Adventskalender rausgebracht, der einfach riesengroß ist. Und zwar so groß. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist wirklich mein Kavemsmann, ne? Das kann man nicht anders sagen. Und das ist halt auch nachher entweder eine wunderschöne Schachtel, um zum Beispiel Spielzeug aufzubewahren, oder man befüllt ihn halt neu und verschenkt ihn dann weiter. Ja, ich finde ihn opulent, um das mal so zu sagen. Der hat normalerweise einen Preis von 239,99 Euro. Wenn man aber irgendwie sich registriert hat dort als Kunde und so weiter, dann kriegt man den für 199,99 Euro. Dafür habe ich den bestellt. Hier sollen Produkte im Warenwert von 450 Euro drin enthalten sein. Und da ihr den letztes Jahr genauso gefeiert habt wie ich, habe ich mir, als er rauskam, direkt gedacht, alles klar, der wird bestellt. Und nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Schaut also für eine zweite Meinung gerne nach diesem Video bei ihr vorbei. Und ja, solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Der 1. Dezember beginnt schon mal mit einem Büchschen, nicht kleckern, sondern klotzen. Und wie auch letztes Jahr, die sind halt wirklich auch genau so gefüllt, ne? Und ich habe das auch letztes Jahr herausgefunden, dass man nicht nur Backutensilien bei Sally findet, sondern dass sie in ihrem Shop halt auch noch durchaus andere Dinge hat. Wir haben hier zum einen eine Backmatte scheinbar drin enthalten und das ist sehr, sehr cool. Der Profi-Ausrollstab verfügt über 2x4 abnehmbare Abstandsringe, welche den Stab entsprechend von der Oberfläche anheben. Okay, ja, es nennt sich Profi-Ausrollstab. 30 cm Anti-Haft, Silikonwalze, hochwertiger Edelstahlkern mit Silikonbeschichtung. Das finde ich abgefahren, ne? Also für Backfreunde ist es definitiv etwas, was man auch gebrauchen kann. Und dann hat man, ach so, du hast eigentlich nur dieses Ding hier, dass du damit dann auch deine Sachen ausrollen kannst. Ach so, ich dachte, es wäre halt auch direkt schon eine Matte mit dabei. Nö, das ist wie so ein großes Nudelholz. Okay. Zusätzlich haben wir hier auch noch mit dabei einen Rabatt auf Sallys Backmatte Midi, wenn man die dann auch noch haben möchte. Das hat die letztes Jahr auch so schlau gemacht, ne? Aber die Rabattgeschichten werde ich tatsächlich nicht mit einbeziehen, weil man muss dafür ja faktisch Geld ausgeben. Ich lege die aber auch bei Verlosungspaketen und so mit dabei, falls jemand Interesse hat, sich das selber zu kaufen. Also können wir davon ausgehen, dass wir hier auch keine Backmatte drin haben. Spoiler-Alarm, die Nummer 2. Eine Teigkarte. Gut, sie muss sich natürlich jetzt auch überlegen, dass sie andere Produkte reinpackt als letztes Mal, ne? Das stimmt tatsächlich. Das ist eine kleine Teigkarte und damit kann man dann halt quasi außen drumherum nochmal so gehen, scheinbar, damit man die Torte auch glatt streicht. Das ist aus Volledelstahl, aus einem Stück gefertigt, 15x12 cm, recht winklige Seiten und das ist sogar Spülmaschinen geeignet. Das ist schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist diese sehr große Nummer 3, die aber nicht so schwer ist wie die Nummer 1. Und hier haben wir einen Spritzbeutel drin mit Premium Grip. Das finde ich schön. So einen Spritzbeutel kann man immer gut gebrauchen, beziehungsweise hier sind auch 10 Stück drin enthalten. Also es ist nicht einer, den man dann quasi spült und dann nochmal verwenden kann. Also ich habe so einen, den man halt quasi einfach auswaschen kann, ne? Und ja, aber das ist schön. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, wenn man Cupcakes oder so macht. 49 cm Länge, 3,5 Liter Fassungsvermögen. Das ist schön, ne? 10 Stück auf praktischer Rolle. Jo, mehrfach verwendbar steht hier aber. Okay, hier haben wir eine sehr leichte Nummer 4. Und hier sind die Spritztüllenadapter drin enthalten. Spritztüllen, genau. Einfacher Spritztüllenwechsel, dass man da halt auch andere, ja, Muster quasi auch mitmachen kann. Da habe ich mittlerweile auch schon ein paar von. Und ja, das machst du dir halt einfach auf deinen Spritzbeutel dann unten dran, ne? Und dann kann man hier unten dann diese Spritztüllen dran befestigen. Das ist auf jeden Fall irgendwie schön. Wie befestigt man das? Ach so, das kann man so drehen, dann kann man das da reinmachen. Aha! Aha, ah, und dann kannst du das auch wechseln. Schön. Auch der 5. Dezember fühlt sich relativ leicht an. Da haben wir die Sterntülle drin. Okay, ja, 14 mm ist die von der Breite her und da kann man halt so eine Sternform mitmachen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Klassiker, würde ich mal so sagen. Ja, sowas in so einem teuren Adventskalender auf 3 Kläppchen dann letztendlich aufzuteilen, finde ich halt auch irgendwie interessant. 6. Dezember, Nikolaus, haben wir hier jetzt eine Anleitung dabei, was man für verschiedene Muster mit Spritztülle und Spritzbeutel machen könnte. Meine Lieblingsrezepte. Ach, sowas ist doch schön. Das ist ein Buch, da kannst du selber deine Rezepte reinschreiben. Und das ist
bisschen kleiner als DIN A4, würde ich sagen. Aber schön, auf jeden Fall. Das Design holt mich persönlich jetzt nicht so ultimativ ab. Es ist halt auch eher eine Kladde, ne? Also es ist jetzt nicht ein Hardcover oder so, aber es ist schön. Oh, am 7. Dezember erwartet uns irgendwas Schwereres. Oh, da sind drei Sachen sogar drin. Und zwar haben wir zuallererst ein Brot Nummer 8 hier drin, Vormischung für Ciabatta-Brot mit 750 Gramm. Dazu machst du dann 150 Gramm Olivenöl, 21 Gramm frische Hefe und 460 Gramm warmes Wasser. Und damit kann man sich selber ein Brot backen. Sowas finde ich praktisch, das darf auch gerne in so einem Adventskalender mit drin sein, das freut mich. Dann haben wir hier noch mit dabei, wenn man irgendwie was verzieren möchte oder hat es auch vielleicht sogar mit ins Brot reinmachen möchte, von Pohls, glaube ich. Freeze Fresh Raspberry. Das sind 20 Gramm gefriergetrocknete Himbeeren. Sowas kommt bei uns aktuell auch sehr, sehr gut an. Also mein kleiner Sohn mag sowas auch ganz gerne im Porridge oder so essen. Und zu guter Letzt haben wir hier auch noch so ein kleines 20% Rabattding mit dabei. Das ist jetzt kein eigener Gutschein, sage ich mal. Das ist schon so ein, jeder bekommt, glaube ich, den gleichen Gutschein, ne? Und vom 1. Dezember bis 31. Januar 2025 kannst du es einlösen und bekommst dann auf alles von We Love Gourmet 20% Rabatt. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und hier können die doch definitiv mal irgendwie eine große Form reinpacken oder so. Es sind auch wieder mehrere Produkte drin enthalten, was ich schön finde. Zum einen haben wir Deconios Wintermix. Oh, das sind Streusel. Das ist süß. 56 Gramm sind hier drin enthalten. Streudekor aus Zuckerware. Ne? Das kann man auf jeden Fall sehr gut zum Backen gebrauchen, finde ich. Und dann haben wir noch einen Gutschein, 25% auf Sallys Servierplatte lang mit einem entsprechenden Code. Ja, ne, da kannst du dann dir nochmal eine Servierplatte kaufen, wenn du möchtest. Und hier haben wir eine Kastenbackform drin. Das finde ich schön, da kann man zum Beispiel das Brot auch super drin backen. Und ich mag auch tatsächlich, dass man bei Sallys Welt im Onlineshop auch die Sachen in verschiedenen Farben kaufen könnte. Ne? Hier haben wir dann so ein Rose Gold, sage ich jetzt mal, so ein Alt-Rosé drin enthalten. Aber das ist eine richtig schöne Backform. Mag ich. Gefällt mir. 1,4 Liter Rosé Gold steht hier vorne auch drauf. Also das ist dann so eine mittlere oder eine normale Größe einfach. Achso, man hatte auch übrigens mit in dem Karton hier eine kleine Autogrammkarte von ihr. Schön wäre es gewesen, wenn sie wirklich unterschrieben hätte, denn das ist leider nur drauf gedruckt. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Langes freuen. Oh, das ist praktisch. Das ist ein Streichmesser. Sowas kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Mit einer extra breiten Klinge haben wir das hier einmal drin. Rostfrei, ergonomisch und multifunktional steht hier drauf. Also das ist kein Schneidemesser, sondern halt wirklich nur zum Streichen. Das, wenn man irgendwie dann Brote schmiert oder so, ne, dass man das dann ganz gut verwenden kann. Das kommt auf jeden Fall ganz gut in Kombination mit dieser Kastenbackform und der Brotbackmischung. Das finde ich cool. In der Nummer 10 darf es jetzt mit irgendwas weitergehen, was die ganze Zeit die anderen so zusammengehalten hat. Das ist sehr schwer und kompakt. Okay, also einmal haben wir 25% Rabatt auf Sallys Backform. Messer kurz, wenn man möchte. Ja, ist okay, ne? Hätte sie sich meiner Meinung nach auch vielleicht sparen können oder halt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, das kommt ein bisschen komisch rüber. Da haben wir, was genau hier drin? Ein Backrahmen Quattro. Ja, auch damit kann man dann schön backen. Lässt sich auf verschiedene Größen einstellen, wenn ich das hier richtig sehe. Ein Backrahmen viele Größen, genau. Die minimale Einstellgröße ist 14x14 und die größte ist 26x26, weil man das so auseinanderziehen kann. Das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Wir persönlich benutzen das jetzt nicht so exzessiv, weswegen das auch wahrscheinlich weiter wandern wird, ne? Aber für Leute, die halt auch so Schichttorten machen, so wie das hier ja auch abgebildet ist, ist das definitiv ein cooles Produkt. Wow, jetzt kommen so ein paar Klopper. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember, enthält irgendwas Großes. Und zwar Streichpaletten, ein Dreier-Set. Okay, wir hatten jetzt ja schon ein Streichmesser. Hier hast du jetzt noch mehr zum Streichen. Ideal zum Dekorieren, Einstreichen und Modellieren von Torten, Kuchen und Ähnlichem. Okay, das ist dann jetzt eher auch wirklich dann für Torten und Kuchen gedacht. Und das andere Streichmesser war dann wahrscheinlich eher für Brote gedacht. Ich hätte jetzt aber nicht unbedingt beides in dem Adventskalender gebraucht, bin ich ehrlich, ne? Ja, aber man kann da verschieden breit unterwegs sein, verschieden lang unterwegs sein. Ich glaube, da hat man seine Freude mit, wenn man auch wirklich eine Backqueen ist. Wow, also die Halbzeit ist ja auch mal wieder so ein Krawemsmann hier. Und das ist auch komplett voll scheinbar.
Oh, das ist schön. Ein Tortenteiler ist das für 12 oder 16 Stücke, je nachdem, wie man das gerne möchte. Sowas finde ich auch praktisch, ne? Dass man halt gerade und gleichmäßig so schneiden kann. Kann man gebrauchen. Meine Mutti hat das, glaube ich, damals immer mit einem Faden gemacht, oder? Das war halt so der Move von meiner Muttergeneration. Durchmesser ist übrigens 27 cm. Den 13. Dezember habe ich mir auch schon direkt runtergeholt. Back dich glücklich mit Sallys Welt steht hier auch drauf. Riesig. Und wenn man den Adventskalender natürlich in einem Stück aufmacht, ist das Ganze sehr erschlagen, ne? Also man hat hier sehr, sehr viel auf dem Tisch dann liegen. Aber normalerweise machst du das ja Kläppchen für Kläppchen. Oder was man auch machen kann, ist, dass man das natürlich dann auch so weiter verschenkt oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Oh, Mensch, das ist eine Aluminium. Nein, ein Aluminium-Backblech. Ach, wie cool. Das finde ich ja praktisch. Ist relativ klein, finde ich, mit 37 mal 27 Zentimetern, ne? Aber ich glaube, das können wir auch ganz gut gebrauchen. Eine leichte Reinigung von Hand, nicht in der Spülmaschine reinigen, steht hier auch nochmal extra drauf. Ja, gut. Ist aber auch noch alles zugeklebt. Das lasse ich jetzt auch einfach zu. Wenn ich das jetzt alles auseinanderfuddeln würde, ne, dann würde es ja ewig dauern. Aber ja, finde ich schön, dass es drin ist. Es passt auf jeden Fall. Fast schon winzig sieht daneben der 14. Dezember aus. Aber er ist richtig gut gefüllt, ne? Also das muss man ihr wirklich lassen. Das hat die toll gemacht. Oder das Team halt um sie herum. Das ist auch ein Klassiker. Ein Mini-Tortenring für Torten von 12 bis 18 cm. Das ist halt wirklich für 2 Personen oder 3 Personen dann was Geeignetes, ne? Finde ich auf jeden Fall knuffig. Und ich denke halt auch einfach, ach, Höhe 10 Zentimeter, dass so ein Adventskalender auch ganz cool ist, wenn jemand vielleicht gerade so ausgezogen ist und halt noch gar nicht irgendwie was hat in dem Backbereich, ne? Dass man das vielleicht jemandem so schenken kann oder für eine WG oder so. Mal gucken, was wir am 15. Dezember erwarten dürfen. Auf jeden Fall ist hier erstmal ein Gutschein auch mit dabei. 25% Rabatt auf Sallys Messbecher 1 Liter, ne? Mit einem Code, der auch jetzt nicht ganz so individuell ist. Da haben wir den Springformboden drin enthalten. Ach, guck mal, das finde ich auch ganz interessant, weil der ist halt so mit Löchern drin. Da haben wir eine Dauerbackfolie, die bis zu 1000 Mal wiederverwendbar ist. Das ist interessant. 19 cm ist der Durchmesser und so sieht das dann aus. Beziehungsweise, wenn man dann halt auch den Kuchen da drin hat, sieht das Ganze dann so aus. Schön. Passt halt auch wirklich dann ganz gut mit dem Mini-Tortenring zusammen, ne? Schauen wir mal, was wir hier am 16. Dezember finden. Das ist auch wieder was Großes, Schweres hier. Ah, weil hier auch Food drin enthalten ist und da haben wir mehrere Produkte. Huch. Wir starten mit etwas, was Geschmackssache ist. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber nicht in Massen. Von Bon Maman eine Erdnusscreme, besonders cremig, haben wir hier drin enthalten. 325 Gramm. Das ist schön. Kann man sicherlich zum Backen auch sehr schön verwenden oder sich einfach so aufs Brot schmieren, wenn man möchte. Dann haben wir hier auch einen, oh, den hatten wir letztes Jahr, glaube ich, ähnlich auch drin. Von Kochblume, ein Restelöffel. Ja, das finde ich schön. Ich bin auch so eine Teig-Naschfee, dass ich dann auch ganz gerne die letzten Reste so rauskratze. Wobei das hier auch sich bezieht auf zum Beispiel das Glas hier, ne, dass man alles rausbekommt. Und ja, genau, in S ist das. Schön. Und in Taupe gibt es auch wahrscheinlich in verschiedenen Farben. Und dann hat man hier auch noch die Möglichkeit, bei Bon Maman 20% zu sparen, wenn man möchte. Ne? Ist doch eine schöne Sache. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Auch hier mehrere Produkte drin enthalten. Zum einen habe ich wieder einen Gutschein hier drin. Bei Bitterliebe kannst du ein bisschen was sparen, wenn du möchtest. Dann haben wir auch was von Bitterliebe hier enthalten. Die Tropfen aus erlesenen Naturkräutern, das Original mit 20 Millilitern. Ich glaube, das soll gut für die Verdauung sein, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Enthält aber Alkohol, ne? Und dann haben wir hier auch noch einen Bio-Vanille-Extrakt, eine Zubereitung vegan mit Vanillesamen. Und da sind 50 Gramm drin enthalten. Das ist perfekt zum Backen. Sowas hätte ich hier auch wirklich im Adventskalender erwartet. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist jetzt der 18. Dezember in meinen Händen. Ah, wir haben erstmal ein Gewürz hier drin. Zimtschnecke, Stay Spiced. Okay, interessant. Back- und Porridge-Gewürz. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Hier hat man auch noch einen Gutscheincode natürlich mit dabei. Hier sind 90 Gramm drin enthalten, sodass man ja 20% auf alle Gewürze sparen kann, wenn man möchte. Dann haben wir hier noch etwas zum Lesen mit dabei. Stay Spiced, Excellis, damit erklärt, was das alles so ist und dass man da 20% Rabatt bekommt. Das ist hier nochmal mit einem Rabattcode aufgeführt. Meine Güte, finde ich persönlich leider ein bisschen viel, ne? Aber ja gut, wenn man vielleicht, upsala, wirklich was nachkaufen möchte, ist es vielleicht schön. Und dann habe ich hier noch eine Vorratsdose mit 190 Millilitern. Das ist wirklich süß, ne? So eine kleine, süße Vorratsdose. Mensch, was kommt denn da rein? Nicht so viel, würde ich sagen, ne?
Ja, und das Ganze haben wir zweimal. Okay, ja, ist da halt noch eine kleine Vorratsdose drin. Da kann man halt so Reste drin aufbewahren. Für uns wäre das vielleicht ganz gut, dass wir da so kleine Tomaten reinmachen oder so. Okay, der 19. Dezember sollte jetzt mal wieder so ein bisschen mehr knallen, würde ich sagen. Es hört sich aber so an, als hätten wir irgendwie eine Packung Cerealien hier drin. Mal gucken. Ja, 400 Gramm haben wir hier schon mal von Crunchy Berry Hafermüsli. Okay, ja gut, haben wir hier ein Müsli drin. Das kann man auch zum Snacken zwischendurch verwenden oder halt anstelle von irgendwas anderem zum Frühstück oder zum Abendbrot. Esse ich tatsächlich auch echt gerne. Also für mich ist es ein gutes Produkt, aber hätte ich jetzt wirklich nicht in diesem Adventskalender erwartet. Kann man sicherlich aber auch schön kombinieren mit irgendwelchen Backsachen oder Rezepten oder so. Denn hier haben wir auch noch was weiteres drin. Nein, das ist kein Gutschein. Das ist einfach nur Köln x Sallys. Wahrscheinlich hat Sally hier mit Köln zusammen eine Reihe rausgebracht. Weiß ich jetzt nicht. Da kann man das Ganze dann nochmal entdecken, wenn man möchte. Und dann haben wir hier auch noch eine Emaille-Schüssel drin. Das finde ich persönlich schon wieder schön. Induktion geeignet bis 250 Grad und aromaneutral. Das ist eine Schüssel mit 15 cm Durchmesser und 700 ml Fassungsvermögen in Desert Beige. Die möchte ich mir mal genauer angucken. Ja, das ist hübsch, ne? Definitiv eine schöne Sache. Achtung, wenn ihr das wirklich auf den Herd stellen solltet, könnte es sein, dass dann hier außen dran etwas sehr heiß werden könnte. Ist für mich eine sehr schöne Servierschüssel oder auch so ein bisschen, ja, so eine Müsli-Schale halt, ne? Passt halt mit dem Müsli ganz gut zusammen. Natürlich haben wir hier aber auch noch einen Rabatt drin. Okay, da kannst du 20% Rabatt auf Sallys Emaille-Schüssel mit 15 cm sparen, wenn du dir dazu noch eine zweite kaufen möchtest. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die Nummer 20 ist auch wieder richtig schön groß. Hier haben wir was wirklich Praktisches drin. Das ist so ein, wie soll ich das sagen, so eine Art, ist das eine Zitruspresse? Ich dachte, das wäre so ein Sieb. Eine Zitruspresse aus Edelstahl. Das ist ja crazy. Okay, wie? Achso, du machst die Zitrone da rein und kannst es dann zusammendrücken. Das ist auch mal interessant. Cool. So geht es wirklich ein bisschen einfacher, ne? Da musst du weniger Kraft aufwenden, weil du ja die Hebelkraft hast. Schön. Und so eine heiße Zitrone könnte ich gerade auch sehr gut gebrauchen, muss ich sagen. Der 21. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen und fühlt sich auch wieder schön groß an. Und hier passt auch wirklich 1A das rein, was, ne, halt quasi draußen dran steht. Die Tasse vom letzten Mal hat nicht so lange gehalten. Sie existiert noch, aber sie hat sehr, sehr schnell einen Sprung bekommen. Trotzdem wird die noch weiterverwendet, weil ich die großartig finde. Und da hatten wir ja leider nur eine drin. Hier haben wir von der Siamak ein Viererset drin enthalten. Das finde ich schön, auch wenn es halt leider Espresso-Tassen sind, die bei uns jetzt nicht so viel verwendet werden. Und sie sind einfach exakt in dem Design, wie die Tasse letztes Jahr war. Ich hatte die ja in so einem dunkelbraun und die fand ich so hübsch, ne? Finde ich immer noch so hübsch. Und hier haben wir die dann als Espresso-Tassen nochmal. Das finde ich schon cool. Wow, der 22. Dezember ist mir fast um die Ohren gerade geflogen. Ich hatte vergessen, wie groß und schwer der ist. Also da ist richtig Gewicht hinter, ne? Ah, hier haben wir noch weitere Vorratsdosen. Aber wir haben zuallererst Südzucker x Sallys Welt tatsächlich etwas zum Abscannen, dass man da nochmal ein bisschen Werbung bekommt. Und dann haben wir Vorratsdosen mit 330 Millilitern. Also Vorratsdosen hast du hier satt, ne? Denn hier hast du die hier einmal, zweimal mit drin, also 330 Milliliter, so viel wie halt auch in so eine normale Colaflasche oder so reinpasst. Und dann hat man hier auch noch eine Vorratsdose mit 800 Milliliter. Das finde ich persönlich auch schön. Also ich finde es wirklich toll, dass wir jetzt auch größere drin haben, weil ich fand die mit 190 wirklich sehr klein, um ehrlich zu sein. Also hier füllt sich gerade alles immer mehr. Und dann haben wir hier auch noch das, was das Ganze so schwer macht, Zucker drin. Feinster Rübenzucker zum Backen von Südzucker. Ja, ne? Ein Kilo Zucker kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, finde ich durchaus sinnvoll. Und darüber freue ich mich, weil wir sowas halt auch wirklich immer wieder verwenden. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haben wir etwas sehr, sehr Kleines hier drin. Okay, also erstmal, also so ähnlich wie letztes Jahr tatsächlich. Erstmal haben wir 30% Rabatt auf Sallys Gusseisenbräter Samira hier mit drin. Schade, dass wir den hier nicht drin finden durften, um das mal so zu sagen. Ne? Weiß ich nicht, man hat doch schon genug für den Adventskalender bezahlt. Und gönn dir dein Lieblingsprodukt auf Sallys Shop. Das finde ich tatsächlich gut. Das ist auch ein individualisierter Gutscheincode. Da bekommst du 25 Euro Rabatt. Und da hast du, ach so, okay, ab einem Warenwert von 25 Euro. Das heißt, du kannst den einlösen und musst dann halt auch nichts bezahlen. Hoffentlich auch keine Versandkosten. Aber na, ja, dann kann man halt gucken, was einem wirklich selber so gefällt, ne?
Und hier haben wir nun Heiligabend. Da bin ich gespannt, was sie uns hier kredenzt, was quasi das Highlight sein soll. Weil, weiß ich nicht, es ist groß, ne? Aber wir sind jetzt verwöhnt durch die Tage davor, um das mal so zu sagen. Erstmal habe ich einen Gutschein hier drin. 20% Rabatt auf Sallys Geschenkgutscheine. Ach, guck mal. Auch der ist nicht individuell und der ist nur gültig bis zum 31. Dezember 2024. Nicht mit anderen Rabatten oder Setpreisen kombinierbar. Okay, dann halt nicht. Das ist ja crazy. Und dann ist hier in der 24 ein Schokobutter-Keks-Set mit Silikonform und Ausstechern drin. Hätte ich persönlich jetzt ein bisschen eher in den Adventskalender reingepackt, weil zu Heiligabend backt man ja eigentlich nicht mehr so unbedingt Kekse, ne? Da hätte man vielleicht so eine Schüssel oder sowas reinmachen können. Aber gut. Okay, hier hast du dann auf jeden Fall so ein Halteding-Ausstecher mit dabei. Und hier haben wir dann die Silikonmatte dazu. Ist jetzt nicht so der ultimative Kracher, würde ich mal so sagen. Ne? Somit haben wir einmal den kompletten Adventskalender hier geöffnet, angeschaut und uns die Preise dann auch sehr wahrscheinlich eben rausgesucht. Aber ich weiß nicht warum, aber letztes Jahr hat er mich irgendwie ein bisschen mehr überzeugt. Dieses Jahr kommt er mir so ein bisschen komisch rüber, so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich feiere den halt einfach nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind ein paar schöne Teile mit dabei, die ich mir aber safe für den, was ich dafür bezahlt habe, für die 200 Euro selber hätte kaufen können. Das, was ich hätte haben wollen. Und er kommt in mancher Hinsicht klar pragmatisch rüber, was ja auch sinnvoll ist, ne? Aber irgendwie nicht so bis zum Ende gedacht. Ich weiß es nicht. Also ich fand den letztes Jahr definitiv cooler. Da hatte ich irgendwie mehr dieses Wow-Gefühl. Das ist nicht der Adventskalender, den ich mir gewünscht hätte für das Geld, um das mal so zu sagen. Auch wenn wir hier schöne Produkte drin enthalten haben. Ich finde es auch cool, dass wir hier so eine Kombination aus Utensilien und Sachen haben, wie zum Beispiel hier so einen Zucker oder sowas, ne, dass man das Ganze halt auch direkt kombinieren und anwenden kann. Aber es macht mich jetzt nicht so wow-mäßig wie beim letzten Mal. Mich persönlich stören die Gutscheine. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man halt, keine Ahnung, einfach dadurch coolere Produkte hier drin gehabt hätte, anstelle, dass man halt nochmal dazu verführt werden soll, noch mehr dann von der Homepage zu kaufen. Weil wenn man dann überlegt, dass man sich wirklich den ganzen Zusätze noch dazu kaufen würde, puh, das wäre aber ganz schön teuer, ne? Also weiß ich nicht. Das dämpft das Ganze halt auch nochmal so ein bisschen. Die 24 hat das Ganze so ein bisschen gedämpft. Ich fand die 6 schön, aber jetzt nicht so mega highlightmäßig. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.